Dann starten wir tatsächlich das erste Mal eine Pressekonferenz mit einem Selfie von der Bühne aus. Freut mich, dass so viele Leute auch auf dem Foto mit drauf sind. Herzlich willkommen hier in der Champions Bar im Marriott Hotel. Traditionsreicher Ort für uns. Wir sind eigentlich jedes Jahr hier, auch wenn wir letztes Jahr ein Stockwerk weiter, zwei Stockwerke oben drüber waren. Ich weiß es gar nicht mehr, aber wir kommen immer sehr, sehr, sehr gerne hierher. Ist immer ein toller Platz, um hier die Pressekonferenz abzuhalten. Alles perfekt organisiert, das Essen steht, wir sitzen alle, es ist perfekt, wir können gleich loslegen. Ich möchte kurz vorstellen, wer mit mir hier auf der Bühne sitzt. Mein Name ist Thomas Navrat. Rechts von mir ist Gunnar Wöbke, geschäftsführender Gesellschafter der Fraport Skyliners, daneben Gordon Herbert, Head Coach des Teams und daneben haben wir die beiden Spieler Phil Scrub und Isaac Bonga. Kurz zum Ablauf, jeder wird sein eigenes Statement abgeben. Wenn wir da durch sind, gibt es dann die Möglichkeit für Fragen aus der Runde. Danach lecker essen, geselliges Beisammensein und auch auf jeden Fall noch die Möglichkeit, in Einzelgesprächen noch mal ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Danach. Ne? ja, ich glaube, wir haben eine sehr, sehr spannende Saison vor uns und auch eine durchaus interessante Off-Season. Aber ich glaube, es bedarf gar keiner großen Vorrede, wenn ich in die Gesichter gucke. Alle wissen Bescheid, alle sind schon lange mit dabei. Von daher, Gunnar, gebe ich das Wort direkt an dich weiter. Wo stehen die Fraport Skyliners? Mit welchem Gefühl gehst du in diese Saison? Ja, also auch für mich ist das, vielen Dank, dass wir da sein dürfen nochmal an das Marriott Hotel. Ja, für mich ist das auch eine der spannendsten Saisons, die wir haben. Wir gehen jetzt ins 19. Jahr. Und aufgrund der vorzeitigen langfristigen Vertragsverlängerung der Fraport können wir jetzt wieder, also wir haben jetzt einen Vierjahresvertrag noch mit der Fraport, können wir jetzt wieder einen neuen sogenannten Dreijahresplan starten. Das hat uns in die Situation versetzt, dass wir den einen oder anderen Spieler wirklich sehr langfristig, sehr jungen Spieler auch sehr langfristig unter Vertrag nehmen konnten und quasi wieder einen Neuaufbau machen können. Ich glaube, wir sind, obwohl wir natürlich ein paar Spieler haben, die ein Jahr älter geworden sind, glaube ich, dass wir insgesamt noch mal jünger sind und vor allem die Spielminuten auf dem Feld werden wir deutlich jünger werden. Wahrscheinlich auch die jüngste Mannschaft wieder der Basketball-Bundesliga sein, wenn ich mich da nicht täusche. Von den Spielminuten sicherlich. Ich finde das sehr, sehr spannend. Isaac ist noch 17, wird jetzt 18. Richard ist schon 19, Niklas ist 20, Garay ist 20, also wir haben sehr, sehr viele, Armin ist sehr jung, also wir haben sehr, sehr viele sehr junge Spieler jetzt im 12er-Kader. Ich glaube, dass wir sportlich definitiv wettbewerbsfähig sein werden. Wir werden ein bisschen schwankender sein, glaube ich, in unseren Leistungen am Anfang, aber wir sind natürlich froh, wenn das sich auslevelt gegen Saisonende. Ich glaube, dass wir erstmal einen kleinen Nachteil bei den Schiedsrichtern haben werden, weil die es natürlich immer einfacher ist, gegen in kritischen Situationen bei Offensivfouls und Ähnlichem dem jungen Spieler das Foul anzuhängen, anstatt dem erfahrenen Spieler. Aber ich glaube, auch das wird sich relativ schnell in der Saison oder hoffe ich relativ schnell ausleveln, weil die Leute einfach sehen, wie gut unsere jungen Spieler sind. Es wird eine athletische Herausforderung sicher für uns werden. Aber auch das, glaube ich, werden wir gut hinbekommen im Laufe der Zeit und über die Monate immer besser werden. Das ist ja eigentlich immer so, dass die Mannschaften, die Gordi betreut, im Laufe der Saison eigentlich immer stabiler und immer besser werden und gegen Saisonende dann immer die beste Leistung abrufen. Ich glaube, das werden wir dieses Jahr auch wieder so sehen. Ich freue mich, ich finde es sehr spannend und zu den anderen Themen, zu denen ihr ja sicher noch Fragen haben werdet oder so, äußere ich mich dann, wenn ihr die Fragen stellt. Ja, danke schön, Gunnar Wöbke. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung und springen ins Englische rein. Gordy, it's the youngest team in the league. Gunnar said that already. Maybe can you say something about the specific challenges that comes with that, And second question, what makes you optimistic for the upcoming season? Okay. Yeah, I had a speech ready, and I forgot it at the office. I'm sorry. I did, honest to God. So I got to wing it right now, like a little bit like Donald Trump. I heard Greg Popovich's statement last night in the news about Donald Trump saying he's
he's embarrassed the world with what the U.S. is doing. And, you know, I agree. I mean, I just, it's despicable what's going on. You know, and as you know, we don't have any Americans up here today. Just a joke, actually. thank God, Germany reelected Merkel. I tell you what, I mean, I'm outside of Germany a little bit on the politics, but you know, for me, she's the best leader in the world, and without her, we'd be in trouble. Believe me. With what's going on. Basketball. I'll come back to your question in a minute, Thomas. I'm really looking forward to coaching this group, working for this organization. We had two great mini camps, post and preseason mini camps. You know, and I think we have a really interesting group. We got a Kiwi, a Canadian that says A, and a Finn. And we got some outstanding young German talent. It's a very interesting group. I feel blessed to coach them. And I'm sure they feel the same way. I look forward to it. It's a great challenge, but much rather have it this way than any other way. We had a great team building event the other day, and I think we have a chance to have great chemistry, a very cohesive group, a group that's team strong, working together as one. I think it's the best group of people I've ever been around. And what was the question, Thomas? I think you kind of answered what makes you optimistic for the that we have a great season. Something else I wanted to know is, as we have the youngest team in the league, maybe talk about some of the specific challenges that come with that. I think to get back to the first one, I think, you know, we have a great group of young Germans, like I said. We have three kids, Phil Scrubs, Ty Webster, and Sean Huff, who have played a lot of international basketball. And we have the two guys who have been with us the most, Tez Robertson and Mike Morrison. So I think we have a great mixture right there. And we are very fortunate, I think, to add Johannes Boltermann, an older German, who still hasn't reached his potential, who's going to get better and better, I believe, and is a great teammate. So, you know, and putting this group together is, you know, I'm very, very optimistic about where we can go with this group. What was the second question? Sorry. Challenges for the youngest team and reasons to be optimistic for the season. Yeah, like I said, we got a really good group of young Germans. But I think with any young players, I mean, obviously they have a lot of potential, great perspectives looking forward. But with young kids, you got to remember, I think we got to keep our feet on the floor a little bit. They're boys. They're not men, they're boys. And they're playing in a man's league. The one young German who played minutes for us last year, unfortunately, Nicholas Kiel, is out with a concussion. He's out indefinitely. And, you know, the other kids have not played 1 minute of BBL. Isak played a little bit last year.
But, you know, sometimes with young kids, you take one step forward and two steps back. It's a process. It's a process. They will face some adversity here and there, and it's important that they fight through it. Fight through it, and without adversity, they're not going to get better. So it's a process with these kids, and but like I said, they've been outstanding in their work ethic, in the mini camps, preseason. They want to learn. They want to get better. It's a pleasure to work with them. So, you know, I think we're on the right road with them. I think getting Phil Scrubs back was a real high priority for us. I remember Klaus Pervis and I talked about it the day after our season ended, about trying to get him back. You know, and I had to play a little bit of a wait-and-see game with him. He doesn't know that yet, but... he's come back better than ever, even with the year off. Without a doubt, he's been our best player in the preseason. Not to put any pressure on you going forward, but he's been our best player without a doubt in the preseason. And, you know, we're looking... You know, we have a great perspective for him going forward. Yeah, thank you. Thank you, Gordy. Yes, I think we can continue with you, Phil. You got a lot of compliments from your head coach. maybe first reactions to that, and I think you also come with a bit of a story with your rehab and your workout over the last year. Maybe walk us through the steps that you went there. But please, first, your comment about the compliments you got from Gordy here. Yeah, I'll just add to that. We're both Canadian. We're both from the same area in Canada, so I gotta say that. I'm sorry. Yeah, I mean, it is obviously it's nice to get compliments, but I know that it's just been the preseason so far, and we got some important games ahead of us, so I definitely don't want to get complacent in the way I've been playing, and I still know there are some things I have to improve on, so I just want to try and keep getting better and kind of keep learning from the coaches, and hopefully we kind of keep getting better once we start the regular season. Yeah, it was kind of a long process with my knee injury. I kind of took my time deciding to get surgery. It was kind of bugging me for a while since even when early on when I was in Frankfurt my first season, and I waited until I think I decided in November to get surgery. Talking to a lot of different doctors, lots of different opinions, and it was kind of tough to make a decision, but again, I think surgery was the right decision, and after the surgery, the surgeon said everything went well, so I was pretty optimistic after that, but it was still fairly difficult. It was my first major injury. I don't think I've ever been off for more than a few weeks of basketball, so it was kind of tough getting used to, but once I could walk and start doing more stuff in the weight room and rehab and stuff like that, I think I could see improvements, and I got very optimistic for the season. So, I did my rehab in Toronto with some guys with the Canadian national team, and they just kind of helped me through the process. Didn't push me too hard, but they also kind of knew what my goals were and when I wanted to be back by, so I think we kind of hit the date kind of on the numbers. I was back playing in July, like early July, so I got some time to be on the court before I could come over to Europe. But yeah, I think the year off, it was hard, but it was good for me. I was able to kind of work on some other things to kind of help my body in terms of in the weight room, and
Once I got on the court, I was really excited to be there, and I had a lot more motivation than I usually do because I'd been off for so long. So, I'm glad everything worked out, and I'm really happy to be here back in Frankfurt. I think this is the one place I'd be very comfortable starting after a year off, and I know the coaches and the staff, and a lot of my teammates I've met and played with before, so it's just a really good situation for me to kind of improve, and I'm excited for the year. Maybe just a short follow-up. How do you approach the season? What makes you think that we will have a great season? Like Coach said, I think we have a really good group of guys, and I think we have a chance to have really good chemistry. And even though we have some young guys, I think a lot of them are good players, and I think they can definitely compete at this level. And I think it showed in the preseason. We've kind of had some ups and downs, but we've always kind of, after a loss or something, we've come back pretty strong the next game and competed. So I think we just got to come out and not back down to any team, not be intimidated. And I think, just try and outwork teams. And I think we will have a good chance to be in any game we play. So and we are fairly young, but I think we definitely have some talent. And I think we have the potential to win a lot of games. Thank you, Phil. Dann machen wir jetzt wieder den Sprung ins Deutsche rüber, um vielleicht dann hiermit auch dann den Abschluss zu finden. Isaac, es wurde viel gesprochen über die jungen Spieler im Team und das Potenzial, was ihr habt. Jetzt bist du der Jüngste im Kader. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie läuft das im Team ab? Wie wirst du von den älteren Spielern aufgenommen? Gibt es Dinge, die du vielleicht, keine Ahnung, es gibt diese klassischen Donut-Geschichten, die man mitbringen muss. Hast du da solche Erfahrungen schon machen müssen? Da gab es schon ein paar Erfahrungen. Aber wenn, dann waren es eher so. Also das Team erstmal ist mit mich eigentlich immer relativ gut auf am Anfang. Halt wenn es so in Sachen wie es ums Training oder sowas geht, da hat man halt immer so ein paar Rückstöße oder sowas, aber man passt sich ja halt daran an, auch als junger Deutscher, also wir alle, Richard, Niklas oder ich, also wir gewöhnen uns an die ganzen Sachen. Und wieder zu den Sachen zurückzukommen, ja, so, wenn es auch so Sachen wie jetzt mal einen Kasten tragen oder jemandem helfen, sowas mache ich halt auch gerne und ich würde jetzt sagen, wir alle machen das halt auch gerne, vor allem die jungen Deutschen und deswegen würde ich jetzt nicht so sagen, ja, dass wir das so von den anderen eher so schikaniert oder sowas werden oder so. Also wir machen es von uns aus, würde ich schon so eher sagen. Klingt auch so ein bisschen danach, als wäre die Stimmung im Team sehr gut. Du hast gesagt, du möchtest gerne um den Starterplatz kämpfen. Was musst du tun, um den zu bekommen? Was wurde dir da auf den Weg gegeben? Eigentlich einfach trainieren, besser werden. Und das habe ich auch eigentlich den ganzen Sommer gemacht, auch speziell mit Coach und Klaus an meinem Wurf gearbeitet, wo ich eigentlich auch ziemlich denke, dass sich mein Wurf verbessert hat, auch vor allem Kraftraum, also mit Dennis hier gearbeitet, um einfach auch noch körperlich besser zu werden, wie Coach auch schon gesagt hat, dass wir halt so als Jungs in der Männerliga auch wirklich mitspielen müssen und da gibt es halt noch, also gibt es halt noch ein paar Sachen, an denen ich arbeiten muss. Und um so einen Startplatz zu bekommen, sowas muss man sich halt erarbeiten. Und ich denke, mit harter Arbeit werde ich das eigentlich schaffen. Und ich denke ich auch, der Sommer war für mich eigentlich relativ erfolgreich, wenn es jetzt ums Training geht. Und ich finde auch, dass ich mich relativ verbessert habe in vielen Sachen jetzt auch, wenn es nicht nur beim Wurf geht, also auch so Kleinigkeiten wie Ballhandling. Und Schnelligkeit und sowas. Und ja, deswegen denke ich schon, es war ein erfolgreicher Sommer und dass der Starterplatz eigentlich gar nicht so weit weg sein kann. Dankeschön, Isaac. Ich würde damit an die Runde gehen. Wir haben ein Mikro hier.
Wenn es Fragen gibt, bitte eine Sekunde kurz warten, bis das Mikrofon weitergereicht wird. Dann können wir das auch tontechnisch super mitnehmen. Und damit die Frage. Gibt es aus der Runde Fragen an die Beteiligten hier oben? Das Essen riecht zu gut. Ja, Gunnar, ich hatte es ja schon angedeutet vorhin, vielleicht ein bisschen was zu, du wolltest ja auch ein bisschen was über Zahlen erzählen oder zumindest über Zahlen sprechen, wenn auch nicht konkret, aber vielleicht trotzdem mal, dadurch, dass ihr die Mainova verloren habt und jetzt einen neuen Sponsor bekommen habt, fehlt euch ja trotzdem Geld, ist der Etat noch mal ein bisschen geschrumpft und was hat das für euch auch mit der Kader, für die Kaderplanung bedeutet, wenn man sich auch vor allem die Point Guard Position ansieht, wo ihr euch ja einen Rookie geholt habt statt einen erfahrenen Spieler? Ausgegeben haben als in der vergangenen Saison. Also das Spielerbudget ist relativ konstant geblieben. Was du eben geschildert hast, stimmt natürlich. Das heißt, die Challenges werden natürlich dadurch nicht kleiner, aber das ist eigentlich oder das ist fast schon die Normalsituation für uns, weil wir ja vor der Saison quasi über das Geld, was wir für Spieler ausgeben, am Ende unser Gesamtbudget sich definiert und wir dann ja nochmal 12 Monate Zeit haben, auch ein bisschen Geld einzunehmen. Und das ist eigentlich immer so, dass wir zu Saisonbeginn mit einer kleinen Unterdeckung oder so gedanklich loslaufen und dann immer im Regelfall das aber schaffen, das zum Saisonende auch zu kompensieren. Und bei uns ist halt wichtig, dass die beiden Gesellschafter für den Fall, dass das dann mal nicht eintreten sollte, das haben wir natürlich auch schon mal das eine oder andere Jahr gehabt, dass wir dann halt auch das Commitment haben und sagen, okay, im Zweifelsfall muss dann halt das ausgeglichen werden, wobei wir auch im Regelfall nicht so groß überziehen, dass das die Gesellschaft nicht selber tragen kann. Also deswegen, es ist ein fließender Prozess. Unser Budget ist von daher nicht wesentlich kleiner, als das in der Vergangenheit gewesen ist und hat auch deswegen auf den Spielerkader oder auf die Zusammenstellung keinen großen Einfluss gehabt. Geht man davon aus, dass wir haben viele Spieler behalten und jeder Spieler, den wir behalten haben, ist natürlich teurer geworden im Jahr danach. So, also damit ist das Spielerbudget natürlich schon mal angewachsen. Und wir haben mit Jonas einen erfahrenen deutschen Spieler verpflichtet. Das könnte man jetzt quasi als die 6. Ausländerposition in unserem Kader oder ähnliches sehen. Ist es natürlich nicht. Es ist natürlich toll, dass wir mit ihm einen erfahrenen deutschen Spieler gekriegt haben, der die Charaktereigenschaften hat, die wir für unsere Mannschaft auch immer haben wollen und durchaus auch noch sportliches Entwicklungspotenzial hat. Ich glaube, Jonas ist 27, oder? 27, ja. Also Jonas ist mit seinem Entwicklungspotenzial noch nicht am Ende und wir sind da ganz froh drüber. Ja, wenn ihr ein bisschen was über Zahlen wissen wollt, dann keine Ahnung, was kann ich euch erzählen? Also mein Glaube ist, dass man, das ist aber jetzt, hat jetzt nicht direkt was mit uns zu tun, aber ich finde es vielleicht ganz interessant auch für euch, dass man in der Basketball-Bundesliga, wo im Wesentlichen die Einnahmen sich natürlich für die Teams aus Sponsoring und Ticketing zusammensetzen, dass man in einem sehr, sehr guten Markt, wie das Frankfurt ist, mit einer sehr, sehr guten Infrastruktur vielleicht so auf 10 Millionen Euro im Moment Gesamtbudget kommen kann. Das ist so eine Zahl, die wir mal gerechnet haben, von der wir glauben, dass die realistisch ist. Und wenn man dann in die Basketball-Bundesliga reinschaut, dann sieht man halt, dass da ein Team über 20 Millionen Euro mittlerweile hat, eins an den 20 Millionen kratzt. Ich weiß nicht, ob die 20 auch dieses Jahr reißen, die Bayern, aber wahrscheinlich tendenziell wird es eher in die Richtung gehen. Dann sieht man natürlich auch, dass die Standorte, die da ganz vorne sind, dass da jetzt auch ein bisschen anderer Push noch dahinter steckt. Ja, also ein Mäzen, der das Ganze nach vorne bringen will. Ich halte das überhaupt nicht für ungesund, also nicht falsch verstehen. Ja, also ich meine, der Profisport und auch der Basketball und andere Sportarten sind ja in ganz, ganz vielen Ländern letztendlich, wenn man jetzt mal nach Griechenland im Basketball schaut oder wo auch nach Moskau schaut oder ähnliches, da steckt ja überall, die Halle ist da leer und die haben 50 Millionen Dollar Budget. Also das kommt jetzt nicht aus Ticketing, sondern. Und das ist eigentlich, finde ich von den Zahlen her ganz interessant. Das ist natürlich die Benchmark, die wir in den nächsten Jahren auch versuchen wollen zu erreichen. Ja, dass wir irgendwann mal in diese Richtung kommen. Unser Budget meandert jetzt immer so um die 4 Millionen Euro rum. Ja, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das entwickelt sich natürlich auch in der Saison. Das eine ist natürlich, was geben wir aus, das andere ist, was nehmen wir ein. Und unsere Ausgaben stehen eigentlich immer relativ fest. Das können wir sehr, sehr genau planen. Und unsere Einnahmen entwickeln sich natürlich mit sportlichem Erfolg. Wenn du in den Playoffs spielst, gehen natürlich die,
geht das Budget nach oben, aber das heißt nicht, dass am Ende mehr Geld überbleibt, sondern man zahlt dann ja auch Prämien und ähnliche Spiele. Also, aber deswegen ist das mit dem Budget auch, also die Zahlen sind auch schwer vergleichbar. Ja? Also wenn ein Team immer im Finale steht, wie das Bamberg jetzt gemacht hat, dann haben die natürlich ein wesentlich höheres Einnahmenbudget allein von daher. Ja, also deswegen sind die Zahlen jetzt, was ihr so in der Öffentlichkeit seht, nicht unbedingt immer sehr einfach vergleichbar. Noch irgendwas zu Zahlen? Oder? Ist dann auch mal sechsstellig immer noch? Ja. Ja, klar. Natürlich. Ja. Deutlich über. Nee, siebenstellig, nicht sechsstellig. Siebenstellig. Ja, ist schon sechsstellig, aber ist auch siebenstellig. Gunnar, du hattest eingangs den neuen Dreijahresplan angesprochen. Wie sieht der diesmal aus? Habt ihr den noch modifiziert und wächst man auch von Dreijahresplan zu Dreijahresplan? Naja, das Interessante ist ja, dass unser letzter Dreijahresplan jetzt irgendwie so in die Öffentlichkeit gekommen ist. Wir haben das aber schon immer so gemacht. Also wir sind, wenn ihr euch mal zurückerinnert, wie sind wir Deutscher Meister geworden? Wir sind hingegangen und haben, als die Bosman-Regel gekommen ist, Alba Berlin, die 7 Jahre in Folge Deutscher Meister waren, weil sie einfach jeden Nationalspieler verpflichten konnten und nur 2 Ausländer in der Liga spielen durften. Und davor hat Bayer Leverkusen genau das Gleiche gemacht. So sind wir hingegangen, weil wir uns die deutschen Nationalspieler natürlich zu dem Zeitpunkt nicht leisten und die auch nicht verpflichten konnten und haben halt europäische Nationalspieler verpflichtet. Wir haben Jukka Mattinen verpflichtet, wir haben Mario Kasun verpflichtet, wir haben Malik Badiane langfristig verpflichtet, wir haben Pascal Roller aber als deutschen Spieler langfristig verpflichtet. Also das Konzept, eine Mannschaft zu entwickeln, das ist jetzt nichts Neues für uns, sondern das haben wir immer schon so gemacht, weil wir natürlich auch immer mit einem tieferen Budget angetreten sind. Wir haben irgendwann mal den Weg ein bisschen verloren, muss man sagen, weil wir einfach den Druck hatten, Deutscher Meister werden zu müssen oder Titel gewinnen zu müssen. Das war eine Phase, die wir mal hatten und da sind wir auch ein bisschen abgekommen. Hat uns auch nicht so viel Spaß gemacht, was wir dann am Ende gemacht haben und sind dann zum Glück wieder, also das war so zu Zeiten Deutscher Bank, ja, da war völlig klar, wir müssen Titel holen und hatten aber eigentlich auch nicht die wirtschaftlichen Voraussetzungen, um jetzt zwangsläufig Titel zu holen, aber dann setzt du halt ein bisschen weniger auf Entwicklung, sondern dann versuchst du halt kurzfristig erfolgreich zu sein. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass du vielleicht mal eine Mannschaft hast, mit der du dich nicht so sehr identifizieren kannst oder ähnliches. Und für uns macht es halt, für uns als Gesellschaft, da macht es halt auch unfassbar Spaß, sich Dinge entwickeln zu sehen. Ja, also für uns ist das eine große Freude, zu sehen, wie sich Johannes Vogtmann entwickelt hat. Und für uns ist das auch eine große Freude zu sehen, wenn er sich weiterentwickelt. Das macht uns einfach Spaß. Schön wäre, wenn wir natürlich dann das eine oder den einen oder anderen vielleicht 1-2 Jahre länger halten können, aber das ist dann am Ende eine Budgetfrage, die wir natürlich hinbekommen müssen. Aber irgendwann, und das ist jetzt kein Frankfurter Schicksal, sondern das gilt für fast alle Sportteams in allen Sportligen, irgendwann gibt es immer einen, der deutlich mehr den Spielern zahlen kann. Und wenn es nicht mehr um Spielerentwicklung geht, also wenn ein Spieler dann 24, 25, 26 ist, dann geht es ja schon so in diese Phase rein, wo er dann letztendlich vielleicht noch 2, 3, 4 Jahre Basketball spielen kann. Dann müssen sie natürlich richtig viel Geld verdienen und dann muss man den Spielern auch durchaus mal sagen, du, es ist jetzt besser, auch wenn du mal wechselst. Ja? Denk mal an deine Karriere. So, und von daher ist das, also uns macht das Spaß. Ja? Also das ist jetzt, also ich kann das gar nicht bedauern, dass das so ist. Wobei, wie gesagt, den einen oder anderen würde man gerne noch mal 1 Jahr länger halten und dann kann man natürlich auch um mehr Titel spielen oder um höhere Ziele spielen. Aber am Ende definiert sich das einfach darüber, was wir für Budgets am Ende auf die Reihe kriegen, neben dieser Entwicklungsarbeit, die wir natürlich leisten. Hat das die Frage beantwortet? Was war eigentlich die Frage? Eigentlich war die, wie die jetzt konkret aussieht, die nächsten Jahre. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, also ich denke mal, dass das ist jetzt wahrscheinlich langweilig, also weil das wird sehr, sehr ähnlich sein oder wie das in den letzten Jahren gewesen ist. Im ersten Jahr werden wir natürlich versuchen, irgendwie an den Playoffs zu kratzen und wunderbar ist es auch, wenn wir reinkommen würden, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, das ist nicht unser oberstes Ziel. Der Timo schlägt jetzt gleich mit dem Kopf auf den Tisch, wenn ich da. Also unser oberstes Ziel ist, unsere Spieler zu entwickeln. Ja, dann wollen wir natürlich tollen, attraktiven Basketball für die Fans spielen und dann haben wir natürlich auch sportliche Ziele und das ist unsere Grundvoraussetzung. Genauso werden wir es jetzt auch machen und so wie sich am Ende unsere
Jetzt unter der Idee, dass sich unser Budget jetzt nicht riesig nach oben oder nach unten entwickelt, natürlich in diesem Zeitraum, wird unser Ziel natürlich sein, dass mit der Entwicklung, die unsere jungen Spieler machen, die wir langfristig unter Vertrag haben, dass damit natürlich die Mannschaft auch von Jahr zu Jahr besser wird, ja, und dann natürlich auch in Jahr 2 oder 3 um Titel mitspielt, das ist klar. Aber das ist Zukunftsmusik und das soll jetzt, ne, also das ist das Grundsätzliche, so versuchen wir die Voraussetzungen zu schaffen. Ja? Also dass man wieder so einen schönen Entwicklungsprozess hat. Nächste Frage von Harald hinten noch. Am Dienstag habt ihr das erste Heimspiel, also Frage an Gunnar. Jetzt war zu lesen, dass man in dieser Hunsrückstraße nicht mehr parken darf, also dass dort keine Autos mehr stehen dürfen. Hat die Stadt mit euch gesprochen oder gibt es da einen neuen Stand? Ja, das ist ein echter deutscher Pferdefuß, nenne ich das mal. Also ich kenne keinen neuen Stand. Wir haben es halt nur aus der Zeitung erfahren und halt auch gesehen, dass diese Schilder abgebaut sind letztendlich. Also wenn man zur Fraport Arena hinfährt, rechts und links der Straße, da konnte man bisher parken. Und es ist ja kein Geheimnis, dass die Fraport Arena insgesamt sehr, sehr schwer erreichbar ist. Ja? Also öffentliche Verkehrsmittel gibt es quasi nicht, außer also öffentlicher Personennahverkehr, außer wenn man jetzt diese Bahnlinie da nach Höchst durchs Gallus, sehr, sehr schlecht angeschlossen. Bei Zahlen, wenn es jetzt darum geht, Multifunktionsarena oder ähnliches, deswegen kenne ich die Zahlen, wenn der Weg mehr als 350 Meter ist, fahren die Leute nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern reisen mit dem Auto an. Wenn man sich das jetzt mal auf unsere Situation überträgt, man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln quasi nicht anreisen. Und wenn man dann sich überlegt, wie wenig Parkplätze insgesamt da sind und wie lange man von dem hinteren Parkplatz zum Beispiel braucht, wenn man rausfährt, ist das... Also wir glauben, das kostet uns über 100.000 Euro, wenn das so bleibt pro Saison. Ja, das wird uns 300, 400 Zuschauer im Schnitt in der Zukunft kosten, weil man einfach nicht mit dem Fahrrad zur Fraport Arena fahren kann, es sei denn, man wohnt da um die Ecke. Ja, also ich habe neulich in der Zeitung, in dem Artikel habe ich halt auch gelesen, dass die Leute mit dem Fahrrad kommen sollen. Das ist natürlich bei der Zuschauerstruktur, die wir haben, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dann die Familien im Winter mit dem Fahrrad aus Mainz und aus dem Taunus anreisen. Ja, also da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht, glaube ich. Das ist natürlich für uns ein Riesenproblem. Ja, also wir haben die Stadt angeschrieben und hoffen, dass sich mit dem Thema jetzt mal jemand beschäftigt. Ja, also das Problem in Deutschland ist, das muss man natürlich zugute halten oder wissen bei so einem Thema, wenn einmal irgendeine Fläche gewidmet ist, ich sag mal Taxiparkplatz, weil in der Alten Oper eine Veranstaltung ist, dann ist das so, dass das ganze Jahr über 24 Stunden jeden Tag im Jahr ein Taxiparkplatz ist, auch wenn das gar nicht genutzt wird. Das ist natürlich nicht wirklich schlau. Ja, das machen die Amis viel geschickter, ja, wenn man da in der Großstadt ist. Ich war jetzt neulich in San Francisco, war bei Lyft, also bei dem Konkurrenten vom Uber, und da musst du die Parkuhren lesen, wann du überhaupt in die Parkuhr fahren darfst, und dann steht unter anderem drauf, wenn das Baseballteam spielt, ist es ein Taxiparkplatz. Also da werden die Plätze ordentlich genutzt. Hier ist es ein bisschen dramatisch, weil da hat man mal einen Weg gefunden, einen Fahrradweg, und da fährt keiner Fahrrad. Also wir sind jetzt in der 19. Saison und ich habe verdammt viele Spiele gesehen in der Fraport Arena. Da fahren nicht wirklich viele Leute mit dem Fahrrad, überwiegend im Winter, wo wir spielen. Da hat man mit diesen Schildern das wirklich super gelöst, ja, dass das umgewidmet wird. Also wen das da geritten hat, das umzudrehen, mit dem würde ich auch gerne mal am Tisch sitzen und mal diskutieren. Das ist schon, für uns ist ein großes Problem. Ja, also es ist auch nicht gelöst. Ja, wir haben auch keine offiziellen Mitteilungen bisher, sondern wie gesagt nur den Zeitungsartikel. Nächste Frage. Gunnar, du hast vorhin von der Benchmark gesprochen, die ihr irgendwann erreichen wollt. Ich glaube, weiß nicht genau, du hast es nicht beziffert. Vorher hast du 10 Millionen erwähnt. Was muss passieren, dass ihr da mal hinkommt? Gut, jetzt droht die Gefahr, dass es langweilig wird. Also es gibt im Wesentlichen, ich habe ja die Zahl versucht so ein bisschen darzustellen, das geht jetzt nicht von Mäzenatentum aus, sondern das ist das, was man unter den im Moment gegebenen Bedingungen in der Basketball-Bundesliga in einem sehr guten Wirtschaftsstandort mit einer sehr guten Halle und einer guten Infrastruktur erreichen kann. Das ist natürlich unser Hauptthema seit vielen Jahren, das Thema Multifunktionsarena. Den Quantensprung dahin können wir natürlich nur mit einer Multifunktionsarena machen, anders geht das nicht. Ihr kennt, glaube ich, alle den Stand der Dinge. Ja, also man liest ja immer, dass im Dezember dann die Ausschreibung vergeben wird. Ich halte das für unrealistisch bei dem, was alles noch an Arbeit gemacht werden muss. Realistischerweise wird das irgendwann
hoffentlich dann im Frühjahr oder im Sommer passieren. Also davon gehe ich aus. Also ich glaube nicht, dass das im Dezember passieren kann. Aber das ist so der eine Ansatzpunkt. Der zweite Ansatzpunkt ist natürlich, dass diese Zahl, die ich gesagt habe, natürlich auch auf Grundannahmen basiert. Also zum Beispiel auf der Grundannahme, dass wir in der Basketball-Bundesliga keine wesentlichen Einnahmen aus TV-Rechten haben. Die haben wir ja heute tatsächlich nicht. Wir haben ein paar Millionen, aber wir haben jetzt nicht wie ein Fußball-Bundesligist 15 Millionen, sondern wir haben einen Bruchteil davon für die gesamte Liga. Das kann sich natürlich auch nach oben entwickeln und ich glaube, das wird eins von dem Fokus sein, wo sich die Basketball-Bundesliga natürlich darauf konzentrieren wird, aus TV-Rechten zukünftig mehr Geld einzunehmen. Und ob das Ding dann noch TV-Rechte heißt, da habe ich mal so meinen Zweifel dran, sondern ich würde das mal eher Media-Rechte nennen und ich glaube eher, dass so Player wie Amazon und solche Leute, die aus den gleichen Gründen wie die Telekom jetzt das Investment in die Basketball-Bundesliga und in anderen Sportarten tätig, weil sie Content für ihre Nutzer brauchen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Perspektive, wo es dann auch für die anderen Sportarten hingehen kann. Ich glaube, also TV-Rechte ist, glaube ich, dann der falsche Begriff, ja, sondern das hat schon was mit Bewegtbildrechten und Medienrechten zu tun. Also das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt, ja, dass sich die Budgets nach vorne entwickeln. Innerhalb der Bundesliga bedeutet das natürlich wahrscheinlich, dass die sich dann gleich auf die Team, also bei der heutigen Struktur, dass im Verhältnis zu den anderen Teams unser Budget da nicht höher wird, aber unser Budget ist insgesamt auf Europa bezogen oder ähnliches, was ja auch eine große Rolle für die Entwicklung einer Sportart spielt, wird das natürlich eine Rolle spielen. Ja, also dass die Teams der Basketball-Bundesliga insgesamt höhere Budgets haben und dann europäisch auch wettbewerbsfähiger sein können. Es ist auch super wichtig, glaube ich, wenn wir gerade jetzt bei diesem ganzen Thema Nationalmannschaftsfenster wir haben natürlich ein Rieseninteresse, dass die deutsche Nationalmannschaft sportlich erfolgreich ist. Ja, das ist ja für eine Entwicklung einer Sportart super wichtig. Und ein Johannes Vogtmann wird im November nicht mit der deutschen Nationalmannschaft antreten. Und wie das Thema Nationalmannschaften schädigt, wenn da immer nur, ich sage jetzt mal, nicht die besten Spieler auflaufen. Also ob man sich da einen großen Gefallen getan hat, das sei jetzt auch mal dahingestellt. Aber ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, der sehr, sehr wichtig ist für unsere Entwicklung, auch dass dieses europäische Chaos endlich mal einer in den Griff bekommt. Ja. Und da streiten sich jetzt zwei Leute, die ihre Macht nicht abgeben wollen. Ich meine, das kennt man ja auf politischer Ebene, nicht nur in der Türkei, nicht nur in den USA, nicht nur in Russland, auch in Deutschland ist das ähnlich, glaube ich. Also das ist sehr, sehr schwierig, dass Leute eine Machtposition, die sich mit einem Verband erarbeitet haben, aufgeben. Aber für die Entwicklung des Basketballs ist das eine Riesenkatastrophe, ja, dass man nicht weiß, wenn die Saison vorbei ist, wo spiele ich nächstes Jahr europäisch. Ja, und dass man... Und gut, mir fällt es manchmal sogar schwierig, die Namen der Wettbewerbe dann richtig zu erinnern, weil die ändern sich ja auch ständig. Also das ist schon, das schadet, wenn man die Annahme hat, dass das für die Entwicklung des Basketballs wichtig ist. Und ich glaube, die müssen sich irgendwie mal wirklich mal einschließen auf einer Berghütte und müssen sich wirklich mal hinsetzen und überlegen, was sie dem Basketball damit antun, dass sie da wirklich so dass jeder da auf seiner Position so beharrt. Also das bringt uns keinen Fatz weiter und ich glaube, das ist sehr kontraproduktiv, was da jetzt passiert ist. Habt ihr nicht mal Fragen an die anderen? Wollte ich gerade anfangen. Gordy, can you talk about the development of the team in the last 2 weeks and how much could you practice 5-on-5 in the end, in the last couple of days and weeks? No, I thought we've had really good practices the last 2 weeks. You know, some guys were hurt a little bit, got healthy. Sean Huff got in. You know, we took some guys from the Pro B team. So I think the last 2 weeks we've got a lot accomplished. And I think especially last week with Sean Huff here was a really, really good week of practice. You know, and we're going to have another really good 3 days of practice leading up to the weekend. So very positive. Is everybody in basketball shape right now? My back's a little bit sore. But otherwise, we're doing pretty good.
Ich habe noch eine Anmerkung, weil ihr so unbedingt was über Geld wissen wollt. Das eine ist natürlich die Halle, das andere Thema ist, wie entwickelt sich die Basketball-Bundesliga, aber es gibt auch noch ein drittes Thema. Also wir müssen uns natürlich auch überlegen, nicht nur, wie wir top-down die Basketball-Bundesliga werthaltiger machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal nach USA über den Teich guckt, ich habe neulich mit Donnie Nelson darüber gesprochen, der mir gesagt hat, dass er das D-League-Team, also das Farm-Team sozusagen der Dallas Mavericks, besitzt, weil Mark Cuban das nicht kaufen wollte und er hat das irgendwie für 1-2 Millionen oder so gekauft und ihm hat jetzt einer 12 Millionen Euro Dollar dafür geboten. Ich so, boah, das ist ja cool. Also wie macht ihr das? Ihr macht ja auch keine großen Gewinne, weil das ist ja so Sportteams eigentlich, man kann nicht wirklich große Gewinne machen, weil man natürlich immer die Sponsoren auch möchten, dass man das Geld, was sie einem geben, dass man das natürlich reinvestiert in sportlichen Erfolg oder in Jugendprogramme oder was auch immer die Ziele von den Leuten sind. Und er sagt, nee, wir machen auch keine großen Gewinne, aber wir haben Voraussetzungen geschaffen, dass das ein Investment ist. Ja, auch ein NBA-Team hat ja einen sehr, sehr hohen Wert. Und wenn du jetzt mal in die deutsche Sportlandschaft guckst, da wechselt nicht wirklich ein Sportteam den Besitzer zu einem anderen, sondern es ist eher so, einer ist insolvent, hat ein paar hunderttausend Verlust und dann kommt einer, rettet das Ding und betreibt das weiter. Und wenn wir natürlich wollen, dass sowas wie eine Werthaltigkeit der Liga oder der Teams entsteht, müssen wir uns natürlich auch Gedanken darüber machen und dieses Thema mal angehen, damit man vielleicht auch Investoren dafür begeistern kann, in so eine Sportart zu investieren und eine Sportart größer zu machen. Und da ist sicher ein Thema, dass die 50-plus-1-Regel, vermute ich mal, im Fußball irgendwann fallen wird. Das ist was einfach mal, weil es sonst vielen Teams auch nicht mehr gelingen wird, sich nach vorne zu entwickeln und höhere Budgets zu bekommen. Und ich glaube, diese Thematik haben wir nicht. Wir haben schon sehr viele Kapitalgesellschaften, aber wir müssen als Basketball-Bundesliga einfach mal darüber nachdenken, wie könnte man Leute zu größeren Invests in die Entwicklung einer Sportart begeistern. Und diese Voraussetzungen müssen wir schaffen. Ja? Und da werden dann ganz viele Sachen diskutiert werden, die auch gegen die Sozialromantik gehen. Ja? Also da wird dann Auf- und Abstieg diskutiert werden, da wird dann Ligagröße diskutiert werden, dann wird sicher diskutiert werden, gibt sowas wie einen Gebietsschutz, ja, jeder Autohändler hat einen Gebietsschutz für seine Stadt, ja, und es gibt nicht so viele Städte wie London, wo jetzt drei Fußballteams überleben können. Das schafft man ja in Deutschland schon im Fußball nicht, dass da zwei Teams wirklich richtig gut überleben können. Und das sind alles so Dinge, über die man mal nachdenken muss. Dazu gehört, das hat er mir auch noch, dann hat er mir gesagt, naja, und was auch interessant ist, wenn die Leute wollen mit mir und den anderen Clubbesitzern dreimal im Jahr an einem Tisch sitzen. Und ich glaube, das ist ein echtes Thema, was man auch mal mit Leuten wie Uli Hoeneß und dem Herrn Stoschek und solchen Leuten diskutieren muss, ob sie nicht die Werthaltigkeit ihrer Teams auch mal ein bisschen nach vorne bringen wollen, dadurch, dass sie ein Gremium schaffen, in dem auch andere Leute sich dann sehen. Ja, also das sind unterschiedliche Ansatzpunkte, aber ich glaube, das ist ein Thema, wo wir Clubs rangehen müssen und wo wir auch vielleicht mit der Liga gemeinsam rangehen müssen, um das ganze Ding nach vorne zu bringen, um insgesamt auf höhere Budgets zu kommen. Also muss sowas wie eine Investitionslust vielleicht bei Investitionswilligen hervorrufen. Weil sonst bleibt es halt Mäzenatentum und da brauchst halt Glück, dass dich einer findet oder dass einer vorbeikommt oder hast halt Pech. Wie macht ihr das? Nun, mir hat neulich ein Kumpel gesagt, die kommen alle 30 Jahre vorbei. Also wir gehen jetzt, also nach seiner Einschätzung, also wir gehen jetzt in die 19. Saison. Mal sehen, wie lange es noch dauert. Also das heißt, wenn die Mathematik stimmt, dann müsste im Durchschnitt müsste es dann irgendwann in den nächsten 12 Jahren passieren. Also das ist natürlich nur scherzhaft. Das kann natürlich auch 100 Jahre dauern oder nie passieren. Ja, und das kann man jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich suchen. Aber ich glaube schon, dass wenn jemand ein Investment in irgendwas tätigt und weiß, hinterher kriegt er irgendwas zurück, wenn er es nicht mehr weitermacht, also quasi sowas wie eine Werthaltigkeit, ich glaube schon, dass das die Lust deutlich erhöhen könnte. Ja? Für einen Herrn Stoschek wäre es auch nicht schlecht, wenn er irgendwann nicht mehr weiter im Basketball machen will, wenn er seinen Erben hinterlassen könnte, der Club ist 20 Millionen wert oder irgendwie sowas. Ja, das wäre nicht schlecht, glaube ich, für die Entwicklung der Sportart, um Budgets nach oben zu bringen. Also das ist ein Thema, was man sicher auch nochmal angehen kann. Um nicht alles auf andere zu schieben, sondern auch darüber angehen könnte. Glaube ich. Es gibt auch noch eine Frage, dann bitte. One question to all of you. You don't play in an international competition. Is it an advantage or a disadvantage? Maybe we start with Gordy. Yeah.
I was hesitating because I wasn't sure how to answer. I think there's two sides to it. One side, it gives us a little more practice time. The other side, it would, you know, it gives more games, more competition, especially for the younger kids in not as much of a stressful situation as the BBL for development. So I think there's two sides to the picture. It's I should mention the goals we set as a team. I forgot to mention it. It was on my paper that I forgot to bring. Sorry. We set goals with the team 2 days ago. One is to be in the top seven after the first round, that we can qualify for the German Cup games. The second is to make the playoffs. So those were our two main goals. Yeah, I mean, Sunday we had a great team building, and Monday we did the goals. So I think so I give a lot of credit to the team building guys. I don't know what they did, but it what kind of team building was it? It was excellent, actually. I mean, I appreciate Gunnar and the club organizing it. I mean, two professionals came in. We did five different events. It was very, very good. Except for canyoning in the mountains, it was the best thing I've done. I mean, it was extremely good. It was fun. It was, you know, players had to talk, discuss, find ways to do things. It was excellent. And the wine tasting that night was even better. Gaudi Tours, G-A-U-D-I. It was really good. Nicht Gaudi, Gaudi. Ich glaube, es gibt keinen Wein heute beim Buffet hier, aber ich glaube, dass wir dennoch eine sehr gute Zeit haben werden. Ich bedanke mich für die Fragen, für das Kommen. Besonderer Dank auch nochmal an die netten Kollegen hier aus der Champions Bar, die das perfekt aufgebaut haben und uns hier wirklich super unterstützt haben. Damit, glaube ich, können wir den offiziellen Teil schließen. Es gibt sich jetzt noch die Möglichkeiten, in Einzelgesprächen weiter in die Tiefe zu gehen, wenn es Fragen gibt. Auch Isaac und Phil werden noch einen Moment da bleiben und für Fragen bereitstehen. Vielen Dank. Auf eine spannende Saison 2017-18 gemeinsam und bis demnächst wieder. I should mention one more thing about the team building. We had a football game. Germans against the foreigners. In Canada, we only play hockey. I won't tell you what the score was, but it was pretty embarrassing. I had to stop the game after 15 minutes. It was